Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64 Ocarina of Time im Wassertempel. Der, keine Ahnung, wo ich mich noch ein bisschen durchforsten muss. Was ist das eigentlich? Kann ich das irgendwie? Nö. Okay, es jetzt sieht so aus, als könnte man damit irgendwas machen. Aber nö, okay, das ist einfach nur Deko. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir waren da drüben schon, Frage ist, ob wir vielleicht irgendwo ganz runter noch müssen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich bin überfragt. Deswegen... ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe jetzt schon wieder einfach mal ein paar Tage gar nicht aufgenommen gehabt. Deswegen muss ich mich jetzt auch erst selbst wieder reinfinden. Mal gucken hier. Da, ich will jetzt erstmal ganz kurz hier unten gucken. Wir haben drei Möglichkeiten noch, auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen Aal, komischerweise. Wo ich mich frage, was der hier zu suchen hat. Ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwo unten lang. Deswegen werden wir uns jetzt kategorisch erstmal hier durch den ersten nochmal begeben, wo ich selbst nicht mehr weiß. Ah, da geht's gar nicht. Geht's weiter unten? Okay, der ist schon mal dicht. Okay, der ist auch dicht. Es ist so schwierig gerade zu sagen, was denn hier jetzt eigentlich richtig ist. Es ist mit diesem Block. Den kann ich jetzt nicht irgendwie zerstören oder irgendwas. Okay, bleibt rein theoretisch nur noch dieser eine Weg da und da. Da unten haben wir ja auch noch einen. Ich würde sagen, wir benutzen den da unten. Ich glaube, da war ich jetzt tatsächlich überhaupt noch gar nicht drin. Probieren wir es. Probieren geht über Studieren. Lust. Na, ich sollte vielleicht vorher erstmal ein bisschen mehr Luft holen, ne? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, let's go. Falls wir irgendwie sterben sollten, gehen wir halt drauf. Das ist halt so nicht so. Die Kamera nervt mich ein klein wenig. Ah, das war der. Ah, ich glaube, da war man, ne? Warte. War das der Raum, wo wir waren? Wo wir... Genau, da haben wir den Wasserpegel, glaube ich, runtergesetzt gehabt, ne? Genau. Oh Gott, ich hab's mal wieder nicht den richtigen Raum genommen. Okay, das heißt, den können wir schon mal check machen. Ist nichts Gutes. So. Aber da scheinen wir jetzt definitiv nochmal hin zu müssen, um den Wasserpegel vielleicht nochmal hochzustellen später. Okay. Das hasse ich an diesem Dungeon. Er ist so verwirrend. Da weiß man nicht mehr, in welchem Teil war man jetzt schon drin, in welchem Teil muss man denn überhaupt noch rein. Da hinten sehe ich einen blauen... Da hinten sehe ich einen roten. Das heißt, es muss irgendwo... Gut, dass man das so ein bisschen sieht. Es muss da drüben irgendwie sein, aber... Gut, dann werden wir da drüben reingehen. Ich glaube, das ist vielleicht... Dass ich jetzt ein bisschen durch die Wand gucken konnte... Ist das, glaube ich, Entschuldigung fürs Pusten, die beste Möglichkeit. Erstmal hier hoch. Und jetzt runter mit uns. Oder war das da, wo wir nicht durchkamen? Weiß ich gar nicht. Wir probieren es einfach. Nein, hier geht's durch, okay. 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 Okay, 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 okay. Bin ich mal gespannt, wo wir hier jetzt wieder rauskommen. Es ist verwirrend. Es ist und bleibt verwirrend. Sichtlich. Oh, scheiße, ich sehe gar nichts. Kann ich diesen Schalter denn tätigen? Nein, kann ich nicht. Und warum? Gott, hier geht's nicht weiter. Scheiße! Mega Fail. Wo bin ich jetzt? Oh, scheiße, ich muss ja da. Oder müsste ich da hoch? Oh, ich muss erstmal gucken, dass wir Luft holen. Und dann gucke ich da in dem. Scheiße, Zwischenraum, ob ich da irgendwie was machen kann. Jetzt schwimm schneller, du kleine Mimose. Los, komm schon, sonst sind wir gleich tot. Das wird knapp, knapp, knapp. Oh. Oh, das war knapp. Aber irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Wenn nicht, gehen wir oben rum. Geht es in dem Zwischenraum dann nochmal weiter nach oben? Warte. Schwimm mal richtig, Kollege, damit wir hier mal gucken können. Hier, ah, guck mal an. Hier geht's weiter. Sehr schön. Okay, bloß was bewirkt es, wenn ich das hier betätige? Es ist kompliziert. Hat sich jetzt da unten irgendwas aufgemacht oder was? Oder... Warte. Ich sehe jetzt nichts. Es ist weiterhin so ein Raum. Aber irgendwas muss es ja jetzt...
damit auf sich haben. Gucken wir weiter. Nicht wundern, dass ich so still bin. Es liegt daran, dass ich mich versuche, ein bisschen zu konzentrieren. Vielleicht hat sich jetzt oben drüber irgendwas geöffnet. Es ist einfach nur so verwirrend. Ich hab's nicht so ganz. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja weit. Ah, das war der. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Wir haben irgendwas betätigt. Ich weiß nur nicht, was. Verwirr mich. Spiel, verwirr mich. Das machst du sehr gut. Weil hier drüben muss ja definitiv irgendwas sein. So, jetzt gehen wir nochmal da durch. Aber da brauchen wir ja den roten Schalter. Den roten Schalter habe ich auf der anderen Seite irgendwo gesehen, aber... Ich blick es einfach nicht. Gucken, kann ich da den Schalter zufällig irgendwie betätigen? Von oh, 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 was? Ah, da sind rote Münzen aufgetaucht, einfach nur, okay. Das ist für einen Bonusstern. Dong. Alter Tepp, was machst du denn da, Junge? So. Hallo, da wollte ich jetzt eigentlich runter. Was war denn das jetzt schon wieder? Ne. Das sollte nicht passieren, glaube ich. Hallo, kannst du jetzt mal... Räuf dich da dran, so. Jetzt, da war ich jetzt noch... Warte. Hier war einfach nur ein blauer Schalter. Ich kapier's einfach nicht. Aha, warte. Aha, okay. Die Frage ist, ob das jetzt was bringt oder nicht, aber ich hab... Jetzt sind wir zumindest weiter... Sind wir weiter oben wieder. Warte. So, jetzt... Da war der Eingang. Hier können wir auf jeden Fall noch durch. Ach du Scheiße, ich habe so ein ganz mieses Gefühl... Ja! Nein! Scheiße! Kacke! Nochmal! Irgendwas muss da oben sein. Ich weiß nur noch nicht, was. Das ist der einzige Weg, den ich jetzt, glaube ich, benutzen kann. Hier durch. So, jetzt nochmal. Da doing. Kacke! Wenn der Wattsprung nicht so will, wie ich will, dann ist das scheiße. So. Warum macht er jetzt den Wandsprung nicht mehr? Mann, ey. Komm schon, jetzt hier. Ja. Danke. So. Warte ich kurz mal. So, jetzt sind wir nämlich hier oben. Was soll mir das bringen? Ich bin jetzt hier oben. Kann jetzt wieder darüber. Darüber komme ich so oder so nicht. Diesen Sprung schaffe ich irgendwie nämlich auch nicht. Ich kapiere es noch nicht. Entweder kapiere es absolut nicht oder... Okay, hier komme ich rüber, aber hier ist nur zum Safen. Warum kann ich von hier nicht einfach so darüber, wie ich es gerne hätte? Ist es zu weit oder was? Natürlich, wenn ich jetzt die Sicht so ein bisschen... Nein, das geht nicht. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Irgendwas übersehen. Gibt es nur einen Stern? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja mehr als frustrierend, ey. Das war dieser Raum. Aber da habe ich ganz ehrlich gesagt sehr wenig Energie. Leute, schreibt mir echt in die Kommentare, ob ihr eine Ahnung habt. Ich habe sie nämlich gerade gar nicht mehr. Ich hätte ja gesagt, da drüben. Au. Wenn er sich festhalten würde. Jetzt haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Leben.
Aber ich hab... Oder habe ich irgendwo was übersehen? Weil unten ging's nicht. Hier oben geht's auch nicht. Ich hab... Frage ist, können wir den Wasserspiegel wieder irgendwie nach oben oder nach unten noch setzen? Ohne, dass ich das jetzt weiß. Oder muss ich da irgendwo hoch? Nein, muss ich nicht. Irgendwas muss es doch mit diesem einen Scheiß da auf sich haben. Dem hier. Irgendwas muss doch hier sein. Man wird ja nicht umsonst hier hochgezwängt. Würde ich mal sagen, wenn ich den Wandsprung jetzt nochmal... Hallo! Mann, das ist doch kacke jedes Mal. Wenn er diesen Wandsprung nicht macht, bin ich echt sauer auf die Dauer. So. So, jetzt sind wir nochmal hier. Geht der Wasserstand nach oben, wenn ich raus und rein gehe? Das ist natürlich die Frage. Weil hier, von hier aus kann ich einfach jetzt 0, gar nichts erreichen. Weil hier komme ich einfach nicht rüber. Und ich habe die Vermutung, dass ich da rüber muss. Und hier ist das. Irgendwie muss der Stand doch wieder nach oben gesetzt werden. Alles andere ist doch unlogisch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz hier nochmal raus. So. Drehe mich ganz kurz um und gehe wieder rein. Und jetzt ist der Wasserstand oben. Das ist... Ich weiß noch nicht. Ist das jetzt richtig hier? Nein, jetzt ist wieder alles so, wie es war, oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Also muss ich irgendwie gucken, dass ich... Scheiße! Ich muss ganz kurz mal, damit wir nicht zu viel verloren haben, muss ich ganz kurz was gucken. F7, so. So, jetzt sind wir wieder dem Zeitpunkt, wo das Wasser noch unten war. Ich kapier's einfach nicht. Weil das wurde jetzt aufgemacht. Wir können aber da nichts erreichen, solange wir nicht... Solange wir nicht irgendwie diese rote Kacke gemacht haben. Also den roten Schalter betätigt. Aber wie soll ich einen roten Schalter betätigen, an den ich scheinbar nicht rankomme? Ich kapiere es ganz ehrlich gesagt absolut nicht. Das ist echt die Planlosigkeit aller Planlosigkeiten, die ich hier an den Tag lege, echt. Das Gute ist, dass man ein bisschen durch die Wand klotzen kann zwar, aber hier jetzt auch nicht unbedingt so... Ich hab... Es ist so verwirrend, ich habe keinen Blassen. Ehrlich gesagt. Und da unten ging es ja nicht lang, ne? Weil da war ja das, so. Da drüben konnte ich auch nicht. Es bleibt ja nur der eine Weg. Der mir aber so nichts bringt. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen auch mit Safe States arbeiten werde, weil ich komme nicht dahinter. Bitte mir dies zu verzeihen, weil hier haben wir dann... Können wir nochmal gucken. Diesen Schalter. Bei dem ich noch nicht so ganz verstanden habe, was dieser denn jetzt dann bewirkt. Wir haben hier auf jeden Fall irgendeinen Schalter betätigt. So. Vielleicht nochmal oben rum irgendwas. Es ist so verwirrend, Leute. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort gerade auf die ganze... auf den ganzen Mist hier. Aber ich weiß nicht, weil ich habe so die Vermutung, dass wir da irgendwie... irgendwie dahinter müssen. Aber... Nochmal den einen Raum da, oder was? Oder keine Ahnung, was ist denn das für ein Kack? Echt, ich... Jetzt gucken wir da nochmal.
sich hier irgendwas tut. Aber ich kapiere auch nicht, weil hier müsste man irgendwie dann hochkommen. Wenn man diesen Schalter natürlich betätigt hat. Aber wie komme ich an den scheiß roten Schalter ran? Leute, ich glaube, ich brauche eure Hilfe in den Kommentaren. Ich habe keinen blassen Schimmer. Weil hier komme ich ja nur die ganze Zeit einmal nach oben. So. Hier, genau. Dann kann ich hier und kann hier den schmalen Gang entlang laufen. Kann hier letztendlich das hier machen. So. Guck mal, das läuft jetzt auf einmal. Aber wenn ich hier oben bin, bringt mir die ganze Kacke ja eigentlich nichts, weil ich kann hier drüben definitiv nicht hin. Hier drüben schaffe ich den Sprung bei weitem nicht. Aber wie schaffe ich dann den Sprung von da drüben darüber? Das ist doch locker. Nein, das ist nicht so weit weg, ne? Da muss ich da einen anderen Sprung ansetzen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, das war natürlich... Das war natürlich selten dämlich. Hier ist einfach diese Scheiße. Hier verstehe ich das mit diesem Viech nicht, ob wir da irgendwas machen müssen. Nein, da werden wir ja eher gefressen. Das ist doch unlogische Hühnerkacke. Scheiße. Nochmal. Ich gehe jetzt nochmal da unten rum, aber habe ich irgendwo irgendwas übersehen? Hier geht's diesen Weg entlang. Kommen wir nach unten. Von dort unten führt der Weg ja nur hier rüber. So. Hier führt der Weg ja nur hier rüber. Hier haben wir zwar dieses Teil, aber das bringt ja nichts. Das habe ich ja schon betätigt, ne? Ja. Ah, es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Schwierig, schwierig. Oh, ist das schwierig. Letztendlich machen wir in dem Part nichts außer gucken. Das tut mir jetzt auch leid, wenn der Part euch vielleicht ein bisschen zu langweilig ist, auf die Dauer. Wenn nicht, spul vor. Guckt, ob ich noch was erreiche. Wir haben noch knapp 5 Minuten, wo ich was erreichen könnte. Nur ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in anderen Videos oder andere Let's Player bei den Videos schauen, wie die das Ganze gelöst haben, weil das ist nicht meine Art. Ich muss da drüben. Ist definitiv da drüben. Also da unten durch. Wie gesagt, ich möchte nicht bei anderen YouTuber gucken, wie die so eine Situation gelöst haben. Das ist nicht meine Art. Ich möchte das selbst von mir auslösen. Genau, das ist der Scheiß gewesen, wo ich diesen einen Schalter dann ja auch nicht betätigen kann. Wenn ich könnte, wäre es ja einfacher, aber... Hier komme ich aber höher, wenn der Spiegel oben ist. Ne? Mal nebenbei gesagt, kann ich hier nämlich ein bisschen höher, wenn der... Habe ich den Wasserspiegel vielleicht zu früh hochgesetzt? Dass ich wirklich hier durch muss. Hier unten durch muss und... Ich muss mir die Stelle merken. Rechts davon ist, links ist das. Okay. Ich gucke. Ich merke mir jetzt das Ganze. Ich gucke jetzt einfach, ob ich... Hahaha, das wird lustig. Wenn ich den Wasserspiegel wieder hochgesetzt habe, diesen einen Weg hier besser gehen kann. Vielleicht auch muss. Und erst dann den Wasserspiegel runtersetze. Weil ich vielleicht den Wasserspiegel zu früh gesetzt habe. Vielleicht war das nicht der offizielle Weg. Alles andere ist für mich gerade unsinnig. Deswegen werden wir jetzt wieder zum Eingang, Ausgang zurückgehen. Werde ich den Wasserspiegel wieder hochsetzen. Natürlich ist der ganze Stand dann wieder verloren, den wir hatten. Leider. Aber es muss was damit zu tun haben. Es ist, vielleicht ist nämlich deswegen das hier so gedacht als kleiner Ausweg, wenn man das verballert hat
um das Ganze nochmal anders da lösen zu können. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, habe ich ja mein Safe State, wo ich wieder zurücksetzen kann, wenn es nichts bringt. Aber das machen wir jetzt noch in dem Part. Gucken, ob wir da was erreichen können. Oder auch nicht. So. So. Mal gucken, wo das war. Nochmal. Kann ich da mal kurz runter gucken? Ich muss jetzt erstmal nochmal ganz genau gucken, wo war dieser Schwachsinn. Ich glaube genau hier, ne? Genau hier ist der Schwachsinn. So. Wenn wir jetzt drauf gehen, scheiß drauf, ich habe ein Safe State, alles gut, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich von unten nach oben arbeiten. Alles andere, ich meine von, ja, von oben nach unten durcharbeiten. Ich glaube, alles andere bringt hier nicht wirklich viel. Genau, hier kommen wir nämlich nach oben und können hier schon mal den einen der vier Schalter betätigen. Aha! Gut, hier haben wir Schalter Nummer 1 erledigt. Okay. So, den Wasserstand rein theoretisch jetzt direkt runtersetzen, glaube ich, ist Quatsch. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist passiert, nachdem wir das gemacht haben. Irgendwas muss ja jetzt passiert sein. So. Sind wir hier wieder oben. Rein theoretisch können wir von hier oben erstmal da rüber. Ah, genau, das war... Oh, Leute, es ist zu verwirrend. Ich muss mich da ein bisschen schlauer machen, glaube ich. Ich will aber eigentlich nicht in andere YouTube-Videos reingucken, um das rauszufinden. Aber bevor wir nochmal so ein Part erleben wie jetzt, wo nichts vorangeht, werde ich mich schlau machen müssen. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Es ist halt nicht viel passiert. Es ist wirklich planlos, verwirrend. Und immer schön die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye. Was ein Scheiß.